Die Gewinner des Preises für innovative Ausbildung 2016 stehen fest. Vier Firmen wurden in einer feierlichen Zeremonie in der Oldenburger Exerzierhalle ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte das Unternehmen Haskamp GmbH und Co. KG, welches mit einem hohen Maß an persönlichem Einsatz und der Bereitschaft, auch Menschen mit Handicap eine bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen. Also erstmal ist das total schön, dass wir den ersten Platz gemacht haben, und ich hoffe mal, dass viele andere Unternehmen jetzt auch motiviert sind, Auszubildende mit Handicap einzustellen und Auszubildenden. Wir sind das erste Mal dabei, wir haben uns das erste Mal beworben, und es wurden ja vorhin in dem Film auch viele verschiedene Sachen gezeigt, die da gemacht werden von den einzelnen Unternehmen, und das ist natürlich ein Ansporn für uns, auch mal in andere Bereiche reinzugucken. Den zweiten Platz machte die LIT AG aus Brake, welche ihren Auszubildenden einen Azubi-Truck anvertraut. Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Klinikums Oldenburg setzt auf gezielte Stärkung im Berufsalltag und erreichte damit den dritten Platz. Erstmal eine riesige Freude, dann ein Dankeschön überhaupt ans Klinikum Oldenburg, dass wir das ermöglichen konnten, weil über ein halbes Jahr wurden Auszubildende praktisch im Resilienztraining unterrichtet, eingewiesen mit Yoga, mit Hundetraining und. Also es ist eine Riesenfreude, diesen Preis bekommen zu haben. Wir freuen uns riesig, dass wir damit einen Preis bekommen haben, und das zeichnet das auch nochmal so für uns aus, dass wir das richtig machen. Dass wir eine tolle Idee hatten und die so viele Leute so unterstützen. In diesem Jahr wurde auch zum ersten Mal ein PIA-Sonderpreis für Flüchtlingsprojekte verliehen. Diesen konnte sich die Büfer GmbH und Co. KG aus Oldenburg sichern. Ja, wir sind natürlich ganz stolz und auch ganz, ganz dankbar und finden es super, dass es so viel Anklang eben auch findet bei der Jury, dass wir diese Arbeit machen mit den Flüchtlingen und uns da engagieren. Also von daher sind wir, fühlen wir uns bestätigt in der Arbeit, die wir machen, und denken, dass es so auch weitergehen kann. Insgesamt 32 Unternehmen aus dem gesamten Oldenburger Land hatten sich für den PIA-Preis beworben und zeigten mit vielen originellen Ansätzen, wie eine Ausbildung besser gestaltet werden kann. Ich kenne ja nun viele Verlage in der Bundesrepublik Deutschland, die sich um Auszubildende kümmern. PIA ist eine Aktion, die ich in dieser Form noch nirgendwo anders gesehen habe. Ich finde das völlig genial zu sagen, es gibt einen Preis für innovative Ausbildung. Das heißt, Unternehmen sind eigentlich, um hier teilzunehmen, immer wieder aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wie kann ich kreativ junge Leute an unser Unternehmen binden. Und ich finde, das gibt auch der Ausbildung eine ganz andere Bedeutung, weil man auch zeigen kann, dass Ausbildung wirklich Spaß machen kann und cool ist. Und ich finde, wenn man so an die Sache rangeht, ist das wirklich wegweisend. Und das fand ich total toll. Auch die ganze Stimmung heute war ja völlig, völlig irre. Jeder freut sich für jeden, der einen Preis gewinnt. Und ich weiß, das klingt abgedroschen, aber hier ist jeder ein Preisträger. Die haben alle hier gewonnen, weil die sich alle Gedanken machen, wie wir toll ausbilden können. Der Wettbewerb, der von der Nordwestzeitung ins Leben gerufen wurde, fand bereits zum 7. Mal statt und wird auch in Zukunft auf innovative Ideen von Unternehmen im Bereich der Berufsausbildung aufmerksam machen.